Hey Leute, der Sturm geht weiter. Maya und Shirin schließen Frieden miteinander. André und Leentier erhalten eine schlechte Nachricht. Um Florian nicht zu verlieren, gesteht Erik seinem Bruder Mayas Erpressung. Florian ist von dem Geständnis zwar hart getroffen, gibt Maya aber zu verstehen, dass er nicht glaubt, dass sein Bruder der Schuldige am Millionenbetrug ist. Rosalie überrascht Michael mit einem Geschenk. Während Alfons sich vorsorglich um einen Trostpreis für Hildegard kümmert, erreicht Werner eine schlechte Nachricht. Die Halle, in der der Kochwettbewerb stattfinden sollte, ist abgebrannt. Da kommt Robert eine Idee, wieso holen sie den Wettbewerb nicht an den Fürstenhof? Christoph will Alfons für seine PR-Zwecke einspannen. Schweren Herzens gibt Vanessa Max Tipps, wie er Shirin beeindrucken kann. Insgeheim hofft sie aber, dass Max bei Shirin chancenlos bleibt. Beim Training im Fitnessraum gelingt es Max jedoch, Shirin durch seinen Eifer zu beeindrucken. Christoph ist es gelungen, Selina für die Homestory zu gewinnen. Vor Ort instruiert er den Reporter, im Interview eine bestimmte Frage zu stellen. Als dieser Selina plötzlich fragt, wann sie und Christoph heiraten werden, ist sie völlig überrumpelt. Florian ist der Meinung, dass in Cornelius viel mehr kriminelle Energie als in Erik steckt. Deshalb glaubt er, dass Cornelius hinter der Tat steckt und der Betrüger ist. Maya ist darüber entsetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.